Die Raumfahrt-News im Überblick. SpaceX gibt FAA die Schuld an Startverzögerung und fordert Reformierung der Behörde. Indien gibt Crew-Programm für den Mond bekannt. In China bereitet man sich auf Crew-Start vor. Amazons Kuiper-Internet-Testsatelliten, die sind einsatzbereit. Russland will historisches Gagarin-Pad nicht mehr modernisieren. Ariane 6 geändert das Testprogramm, um nicht weiter Zeit zu verlieren. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, eurem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. And I'm Tim Dodd, the Everyday Astronaut, letting you know, this video is also being subtitled in English. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwoch, den 18. Oktober, hat SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internetsatelliten gestartet. Am Samstag, den 21. Oktober, wurde in Indien der erste Flugabbruchtest für das indische Crew-Programm gestartet. Ja, Indien möchte nicht nur selbst Menschen mit eigenen Raketen und Raumschiffen ins All befördern, sondern eine eigene Raumstation aufbauen und bis 2040 eigenständig einen indischen Staatsbürger auf den Mond bringen. Ja, da gibt es im internationalen Vergleich in Europa geradezu ein Ambitionsvakuum, würde ich sagen. Wenn die News am Sonntag erscheinen, sollte sowohl ein weiterer Starlink-Start von Vandenberg an der Westküste als auch ein Starlink-Start von Cape Canaveral erfolgt sein. Starlink, Starlink, Starlink. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es dringend Wettbewerb für SpaceX braucht. Dazu eine gute Nachricht. Die gerade gestarteten Amazon Kuiper-Satelliten, die sind vollständig einsatzbereit. Ja, stimmt, ist auch ein amerikanischer Konzern, aber aktuell wünsche ich mir für Europa erstmal, dass wir überhaupt irgendetwas starten, bevor wir dann über sowas wie Starlink oder Kuiper reden. Ja, mein Bild der Woche natürlich Tim Dodd im Technikmuseum in Speyer. Genau, Space Creator Day. Unglaublich. 800 Raumfahrtbegeisterte waren da, um die deutschen Raketen-Startups kennenzulernen und mit den Space Creators das Thema Raumfahrt abzufeiern. Die ESA und das DLR waren da, aber auch die Kerbal Space Program Entwickler waren da. Wen wir schmerzlich vermisst haben, das war Sirwan, aber wenigstens wegen der schönen Nachricht, der ist die Woche Vater geworden und ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr jetzt mal auf Mars Chroniken geht, seinen Kanal abonniert und Sirwans Familie alles Gute wünscht. Ein Link zu seinem Kanal, den findet ihr unter dem Video. Space Creator Day, es gab Vorträge, Interviews und Spiele und ich habe mich ultra gefreut, dass Tim Dodd da war, also der Everyday Astronaut. Senkrechtstarter gibt es ja nur, weil ich Everyday Astronaut Videos gesehen habe und mich gefragt habe, warum sowas nicht im deutschen Sprachraum gibt. Ich kann jetzt schon mal spoilern, dass Tim ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg besuchen wird und natürlich ein Special über die sowjetische Buran gedreht hat. Und ihr wisst das jetzt sogar schon vor der englischen Community. Sowjetische Raumfahrt, jahrzehntelang das Maß aller Dinge, mittlerweile leider nur noch auf Museumsniveau. Das vermutlich wichtigste Monument der Raumfahrt, der Startplatz von Juri Gagarin, ja, der soll, wie jetzt bekannt wurde, wahrscheinlich nie wieder Raketen starten. Von dort ist Juri Gagarin 1962 als erster ins Weltall aufgebrochen. Hintergrund vermutlich die beschränkten Mittel für die russische Raumfahrt und die Alternativen auf russischem Boden. Baikonur, das liegt ja in Kasachstan. Naja, immerhin soll die Startrampe in ein Museum verwandelt werden. In China wurde diese Woche eine Langer Marsch 2F zum Startplatz des Jinquan Satellite Launch Centers in der Wüste Gobi geschoben. Auf der Spitze der Rakete befindet sich das Raumschiff Shenzhou 17, was die nächste dreiköpfige Crew zur chinesischen Tiangong-Raumstation fliegen soll. Der Start ist voraussichtlich in der kommenden Woche am Donnerstag. Zum Flugabbruchtest im indischen Gaganyaan-Programm kann ich euch jetzt beim Aufnehmen der News wegen des Space Creator Days noch nichts sagen. Machen wir dann nächste Woche. Ja, aber es gab ein offizielles Statement des Raumfahrtministeriums. Dort wird von 20 wichtigen Tests bis zu einem Flug mit Menschen gesprochen. Davon sollen dann 3 Weltraumflüge des Gaganyaan-Raumschiffs ohne Crew stattfinden. Der erste Flug mit einem Menschen ist im aktuellen Zeitplan weiter im Jahr 2025 möglich. Klar, gerade bei einem Crew-Programm kann da noch Verzögerungen reinkommen. Schon jetzt ist ja das Programm etwas hinter dem Zeitplan. Aber Raumfahrt und Zeitpläne, ich glaube, außer dem Apollo-Programm hat kein Raumfahrtprogramm je den Zeitplan der Politik eingehalten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es an der Politik oder der Raumfahrt liegt. Seid aber bitte lieb zueinander. Ja, der noch erstaunlichere Zeitplan. Indien möchte bis 2040 einen Staatsbürger mit eigenen Mitteln auf den Mond bringen. Damit ist man dann, was Ambitionen angeht, auf einem Niveau mit den USA und China. Da wirkt das in dem Statement ebenfalls mit 2035 angekündigte Ziel einer indischen Raumstation fast schon unterambitioniert. Trotzdem super wichtig, so lange so große Ziele zu haben, die man dann abarbeiten kann und die aufeinander aufbauen. Das nächste große Ziel dann also 2025, der Flug mit einem Menschen. Fun Fact, 2025, da wird die ESA 50 Jahre alt. Also no pressure. Eine spannende Zahl nannte Michael Sheetz von MSNBC die Woche auf X. 1,6 Milliarden Dollar wurden allein im dritten Quartal dieses Jahres von privaten Investoren in den USA in Raumfahrt investiert. Das ist schon allerhand. Das ist mehr als Deutschland im ganzen Jahr für Raumfahrt ausgibt.
Space Creator Day, da ist man natürlich die ganze Zeit am Rumlaufen und Stehen. Da sind gute Schuhe natürlich sehr, sehr wichtig. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor Gießwein. Ja, wer viel läuft, der verlangt nicht nur von seinem Körper, sondern auch von seinen Laufschuhen viel. Ich habe nach jahrelanger Marathon- und Triathlon-Erfahrung bis zur Langdistanz eine sehr klare Erwartung an einen guten Laufschuh. Im Wettkampf möchte ich schnell sein, im Training soll er mich vor Verletzungen schützen. Auch nach unzähligen Marken und Modellen gab es bisher keinen einzigen Plastikbomber-Laufschuh, den ich abseits der Rennen- oder Trainingsstrecke lang am Fuß behalten habe. Das hat sich jetzt mit dem Gießwein Woolpeak geändert. Das Merino-Innenfutter sorgt als Naturprodukt für ein angenehmes Fußklima und befördert Feuchtigkeit nach außen. Neben dem angenehmen Tragegefühl, selbst nach langen Läufen, macht das den Woolpeak für mich zum perfekten Laufschuh, auch bei erschwerender Witterung. Die Federung der Zwischensohle gibt die Kraft nach dem Einfedern zurück an deinen Fuß. Das macht den Woolpeak zum weltweit ersten Laufschuh aus Merino-Wolle, der Energie zurückgibt und speziell für Läufer entwickelt wurde. Gleichzeitig sorgt das hochgedrehte Merino-Garn für Formstabilität und Belastbarkeit, selbst bei hohen Kilometerleistungen. Ja, ich trage Gießwein, meinen Laufschuh, den Gießwein Woolpeak, den habe ich euch unter dem Video verlinkt. Mit meinem Code Senkrechtstarter bekommt ihr bei Gießwein 20% Rabatt. Ich muss ein bisschen flexen, hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Ich war die Woche auf dem Weltraumkongress des BDIs diese Woche und habe da die Side-Events New Space, Newcomer und Deutsch-Französische Liebe im All moderiert. In dem Event Deutsch-Französische Liebe im All, da konnte ich mit Gilles Rabin sprechen, dem Raumfahrtbeauftragten der französischen Botschaft. Wir konnten, glaube ich, alle spüren, Gilles, der brennt genauso für Raumfahrt wie ich. Als ich ihn am Ende gefragt habe, was er sich als wilde Zukunft für Europa im Jahr 2050 wünscht, war die Antwort eine europäische Raumstation. Das war dann für mich dann doch wieder nicht so ganz ambitioniert. Sehr gefreut hat mich, als er gesagt hat, er denke, die deutschen Raketen-Startups, die sind ein Gewinn für Europa und jede Form von Raumfahrt, die wir in Europa haben, die ist wünschenswert und davon werden dann alle profitieren. Etwas, das sich durch den ganzen Kongress gezogen hat, kein gegen die, sondern lass uns alle anpacken und alle abliefern. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und wird Europa vorwärts bringen. Wir müssen jetzt auch wirklich Gas geben, auch mit staatlichem Geld. Sonst haben wir gegen die USA, China und Indien keine Chance mehr. Besonders gut im New Space Newcomer Pitch-Format haben wir die Spritzguss CubeSats von Lamspace. Ja, und das Wild Monitoring oder die Wild Monitoring Sensoren von Talos gefallen. Ja, letztere, die können neben den Positionsdaten von Wildtieren auch Beschleunigungs- und Temperatur- und Pulsdaten erfassen und schicken die dann an einen Satelliten. Das Ganze soll mal mit einer App funktionieren und nur wenige Euro pro Tier kosten. Es wurde auf der ISS bereits sehr erfolgreich getestet. Ich hatte darüber berichtet, während der Vorbereitungsarbeiten für den eigentlich für die Ariane 6 als nächstes geplanten Test, den Langzeitbrennversuch, wurde eine Anomalie an der Schubvektorsteuerung der Hauptstufe festgestellt. Da die Schubvektorsteuerung natürlich Teil eines Langzeitbrennversuchs ist, hat man nun beschlossen, andere Tests vorzuziehen, um den Zeitplan nicht weiter zu verzögern. Weiter hat man die Bereitstellung eines Ersatzes der betroffenen Einheit initiiert, auch wenn die Untersuchung des Problems noch nicht abgeschlossen ist. Eine neue Schätzung für den ersten Flug der Ariane 6, der soll laut ESA erst abgegeben werden, wenn der kombinierte Langzeitbrennversuch durchgeführt und die Testergebnisse analysiert sind. Kommen wir zu den SpaceX-News. Diese Woche gab es eine Senatsanhörung führender US-Raumfahrtunternehmen, um den Lizenzierungsprozess der Flugaufsichtsbehörde FAA zu verbessern. Blue Origin, Virgin Galactic, ULA, aber auch natürlich SpaceX war vertreten. Bill Gerstmeier, Vice President of Build and Flight Reliability bei SpaceX, ich glaube, das hatte Hans Königsmann vorher als Job, betonte, dass die FAA für kommerzielle Raumfahrt mindestens doppelt so viele Ressourcen für die Lizenzierung von Raketenstarts benötige wie bisher. Die Sicherheit, die solle klar an erster Stelle stehen, aber es könne nicht sein, dass gerade Programme von nationalem Interesse wie die Rückkehr zum Mond im Artemis-Programm durch fehlende Ressourcen bei der Bundesbehörde verschärft werden. Gerstmeier schlägt vor, dass die FAA das Personal in der Lizenzabteilung für kommerzielle Raumfahrtstarts verdoppelt. Außerdem solle der FAA beschleunigte Einstellungsbefugnis erteilt werden, um aus dem besten Bewerberpool auswählen zu können. Er sagte in der Anhörung weiter, es sei eine Schande, wenn die Hardware flugbereit ist und dann aber nicht starten kann, weil der Papierkram länger dauert. Ja, und letztendlich fordert er eine Reformierung der Behörde. Hierzu empfehle ich auch einen Artikel von Eric Berger von Ars Technica, der vorab mit ein paar SpaceX-Mitarbeitern eine Diskussion zu der Genehmigungspraxis bei SpaceX und der FAA geführt hat. Ja, SpaceX hatte für dieses Jahr 100 Starts geplant, von denen wohl 90 erfolgen werden. Nächstes Jahr, da möchte man nochmal 50% mehr starten. Aber auch andere Startanbieter werden ihre Startrate erhöhen. Daher und weil auch eine ganze Reihe neuer Raketen zum Einsatz kommen, wird die Genehmigung bzw. die Prüfung besonders anspruchsvoll werden. Die namentlich nicht genannten SpaceX-Mitarbeiter in dieser Diskussion, die glauben auch, ja, dass Lizenzantragsteller sich dafür entscheiden sollten, unabhängige technische Unterstützung von Dritten zu finanzieren, um die FAA kurzfristig zu entlasten, während die Behörde hoffentlich mehr Personal bekomme.
Interessant fand ich dann auch konkrete Beispiele davon, wo SpaceX aus seiner Sicht sinnvolle Anträge nicht gestellt hat, um die Behörde nicht weiter zu belasten. Beispiele waren Falcon 9 Starts von der Vandenberg Space Force Base, die nachts stattfinden, um weniger regulatorischen Aufwand für die FAA zu erzeugen, die dann mehr Zeit für Starship hat. Zur Effizienz sagte SpaceX, dass die FAA auf die Unterstützung der NASA, der US Space Force und anderer Bundesbehörden bei der Bewältigung der regulatorischen Belastung zurückgreifen sollte. Es sei schon vorgekommen, dass NASA, Space Force und FAA den gleichen Sachverhalt geprüft hätten, aber am Ende auf die Prüfung der FAA alle hätten warten müssen. Gerade was das Starship angeht, seien Booster 9 und Ship 25 seit einiger Zeit jetzt startbereit, müsste aber wahrscheinlich mindestens 2 weitere Wochen auf eine behördliche Genehmigung warten. Starbase war natürlich auch geschäftig. Highlight mit Sicherheit der Static Fire von Nacktmull Starship 26. Ja, ein einzelnes Raptor-Triebwerk wurde gezündet, um einen flugähnlichen De-Orbit-Burn, also eine Triebwerkszündung, die einen Wiedereintritt einleitet, zu testen. Ja, hier geht wieder ein ganz großes Dankeschön an alle Senkrechtstarter-Schutzengel. Ja, Senkrechtstarter existiert dank euch, nur dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos für euch vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, schließlich ist Tim Dodd hier. Ich glaube nicht, dass Elon ohne den startet. Näher dran als der Start eines Starships sind die Starts der kommenden Woche. Den Anfang macht am Montag, den 23. Oktober, der Start einer Langmarsch 2D von Xichang. Und die Nutzer, die ist mir leider nicht bekannt. Ja, und voraussichtlich am Donnerstag dann der Start von Shenzhou 17 mit einer Langmarsch 2F von Jingquan aus. Und den Wochenabschluss, den macht dann Freitag voraussichtlich SpaceX mit einer Falcon 9 und Starlink Internetsatelliten von Vandenberg aus. Hier geht nochmal ein Shoutout an die Firma Gießwein, die euch heute dieses Video und diese Schuhe präsentiert hat. Unter dem Video findet ihr einen Link zu meinen Merino-Laufschuhen, dem Woolpeak und noch vielen weiteren Produkten. Ich hoffe, die News heute aus dem Technikmuseum hier in Speyer haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.